So, kommen wir jetzt mal ja, zum Chorus, der danach direkt kommt. Das. Okay, also wir müssen jetzt auf Distortion schalten. Das wird auch nochmal für euch vielleicht ein bisschen knifflig oder mal so als erstes Lied, dass ihr mal was Gepicktes spielt. Also hier den Rest. Und dann umschalten. Direkt umschalten auf den Distortion-Part, ja? Also wir spielen dann erstmal ein A. Rock A nennt man das, ja? Das mache ich einfach nur mit dem Zeigefinger, gehe ich hier auf die D-Seite und die G-Seite und spiele dann leer A-Seite an, D im zweiten Bund und G im zweiten Bund. Kannst du auch so spielen. Zeigefinger geht ein bisschen einfacher. So, ich spiele Dam, 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 Dam. Einmal lang, dreimal kurz hintereinander. Wenn man sich das als Noten anschaut, haben wir eine punktierte Viertel und dann drei Achtel. Genau, dann gehen wir auf den dritten Bund auf die E-Seite und dadurch, dass die Gitarre ja gedroppt ist, spielen wir diesen Rockakkord mit einem Finger untereinander, 3, 3, 3. Und da haben wir genau den gleichen also die gleiche rhythmische Abfolge. Wie vorher. Bam, da, lang, kurz, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz, kurz. Jetzt gehen wir mit dem Rockakkord, Zeigefinger, also auf den dritten Bund, Zeigefinger auf den dritten Bund auf die A-Seite, Ringfinger auf die 5 auf die D-Seite, kleiner Finger auf die G-Seite im fünften Bund. Gleicher Rhythmus wieder. Und jetzt gehen wir auf die 2 oben auf die E-Seite, wieder gedroppt und auch der gleiche Rhythmus. Und dann mit das Tauschen einmal. Ja, sehr fett, oder? Und von da aus müssen wir wieder umschalten und dann spielen wir wieder den Intro-Teil. Ja, gut. Dann wird quasi dieses Intro-Teil gespielt, ja, dieser cleane Teil, und der wird dann mehr oder weniger zur Strophe. Das wird dann so die ganze Zeit dann erstmal durchgespielt. Und dann nach der Strophe kommt jetzt dann die Bridge, auch verzerrt angespielt. Dann kommt das Solo. Das Solo machen wir aber dann später. So, also, wir gehen für die Bridge, gehen wir hier in den dritten Bund auf die E-Seite. Und spielen eigentlich wieder den gleichen Rhythmus wie beim Chorus. Lang, kurz, kurz, kurz. Also punktierte Viertel und dann drei Achtel. Dann geht es einfach auf den zweiten Bund auf die E-Seite. Dann geht es auf die 5 auf die E-Seite. Und dann geht es auf die 7 auf die E-Seite. Okay, also 3, 2, 5, 7. 3, 2, 5, 7, 3, 2, 5, 7. Und jetzt machen wir bei dem letzten Teil der Bridge. Machen wir einmal die 3. Ich mache sie als erstes, spiele ich einmal durch und dann dämpfe ich sie ab. In den Noten steht jetzt komplett alles abgedämpft. Auf jeden Fall dann spielen wir die 3. Palm-Mute rechts, hinten auf der Brücke, auf dem Steg. Spielen wir abgedämpft für 2 Takte lang. Dann gehen wir auf die 2. Das spielen wir 4-mal. Und da habe ich genau. Ja, genau, für vier Anschläge abgedämpft und dann durchgeschlagen. Und dann kommt das Solo. Und das Solo wird jetzt hier mit den Akkorden des Refrains gespielt. Also.
Okay, wir machen jetzt noch mal einmal ganz kurz die Bridge. Also von vorne 1, 2, 3, 4. Yo!